Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Bevölkerung auf eine Lebensmittelknappheit vorbereitet. In einer Rede vor dem Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei in Pjöngjang bezeichnete er die Situation der Lebensmittelversorgung als angespannt. Als Grund dafür nannte er, dass die Landwirtschaft im vergangenen Jahr infolge eines Taifuns weniger Getreide produzieren konnte. Außerdem hätten sich die Abschottungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie stark auf den Außenhandel ausgewirkt. Nach Schätzungen der südkoreanischen Regierung fehlen dem isolierten Nachbarland in diesem Jahr 1,2 bis 1,3 Millionen Tonnen Nahrungsmittel. Die Gefahr einer Hungersnot wie in den 90er Jahren sehen Beobachter nicht.